Wir gelangen nun zu den Punkten 32 bis 34. Und vom Gesundheits wechseln wir jetzt in den Finanzausschuss. Und zwar geht es in den nächsten drei Tagesordnungspunkten um das Depotgesetz. Mit einer Änderung möchte die Regierung eine digitale Sammelurkunde für Schuldverschreibungen und Investmentzertifikate einführen. Gegenwärtig werden Sammelurkunden, die eine größere Anzahl von Wertpapieren vertreten, im Rahmen von Wertpapieremissionen in traditioneller Weise physisch erstellt und beim Zentralverwahrer zur Verwahrung und Verwaltung und zur Verwahrung eingeliefert. Eine Digitalisierung soll die Entbürokratisierung im Finanzleistungsdienstsektor in Österreich vorantreiben. Testungsgesetz 670 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde auch hier verzichtet. Und am Wort ist nun der Herr Abgeordnete Kai-Jan Greiner. Und der erste Redner zu diesen drei Tagesordnungspunkten ist jetzt am Weg zum Rednerpult. Es ist Kai-Jan Greiner, Finanzsprecher der SPÖ. Das ist wichtig.